Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal IFI 911. Heute geht es wieder um Budgeting, genau gesagt um den Wochenabschluss vom Nummer 4 im Oktober vom 7.10. bis zum 13.10. Das ist noch die Woche davor und da sieht man schon, viel Geld war nicht mehr da und es war klar, dass das Essensbudget ins Minus gehen wird. Und jetzt gucken wir mal an, wie viel. Wir hatten 12,82 € habe ich ausgegeben. Wir sind jetzt bei minus 70, also die 200 € Budget werden wieder nicht eingehalten. Letzten Monat waren es roundabout 450, jetzt sind wir bei 270. Also wir werden günstiger sein wie letzten Monat, aber nicht die 200. Die 200 sind immer noch das Ziel. So, dann haben wir Trinken. Da habe ich auch Nachschub gekauft. Alles Wasser. Für 55 € es sind noch 23 € da. Habe ich gesagt, das reicht. Ich muss jetzt nicht mehr gehen. Es ist noch eine Woche bis zum 20. beziehungsweise bis inklusive 19. Das reicht allemal. Tanken ist wieder nichts passiert, also ich habe noch keinen Sprit gebraucht diesen Monat und vermutlich bleibt es auch dabei, weil die nächste Fahrt mit dem Auto ist erst am 21. Also es sollte funktionieren mit keine Ausgaben mehr. Ja, dann bei Spiele habe ich nochmal 100 € bezuschusst aus Barspielen. Jetzt werden sich viele fragen, was macht das denn für einen Sinn, gespartes Geld wieder in Spiele zu sparen? Also es gibt Barspiele, die ich bespare und dann regelmäßig auflöse, um sie in mein normales Budget einzubringen. Und es gibt Barspiele, die ich bespiele und dann im Anschluss auf Sparbuch in eine Kategorie einzahle. Und das Geld hier ist jetzt zum großen Teil in solche Spiele geflossen, während das vorher in Spiele drin waren, die aufgelöst wären. Warum habe ich das gemacht? Weil ich es unbedingt bespielen wollte. Man hätte die 100 € auch ins Budget machen können, das schwer im Minus ist. Habe ich aber nicht. Jetzt wird es ganz wild. Sonstiges war man bei minus 193 €. Was habe ich dann gemacht? Ich habe 100 € bezuschusst aus Geschenke für ein Geschenk, das ich jetzt nächste Woche brauche. Ich habe zweimal 70 € bezuschusst aus Barspielen, also Geschenke war aus den Sinking Funds und die zweimal 70 € waren auch aus Barspiele. Und dann habe ich nochmal 110 € bezuschusst aus dem Sinking Fund Kleidung, weil ich mir Schuhe gekauft habe. Also ich hoffe, dass dieses Umgebuche hier stimmt. Und dann wären wir bei Sonstiges jetzt bei weniger Minus als vorher. Das liegt daran, dass ich zwar die Geschenke schon dazu gerechnet habe, aber noch nicht abgezogen, weil die Ausgabe kommt erst nächste Woche. Also muss man mal gucken, wie das ausgeht. Dann haben wir noch eine Kategorie, nicht Kleingeld. Da ist jetzt auch was passiert. Da habe ich Kleingeld im Wert von 8 € aus dem Geldbeutel genommen, weil das sonst den Geldbeutel aufbläht und Geld drin ist eigentlich nicht. Gibt eine Gesamtleistung von ehemals 47 €. Es hat sich jetzt technisch irgendwie erhöht auf 66 € durch die Bezuschussung. Allein 10 € sind ja auch noch übrig geblieben bei den Spielen. Ja, muss man mal gucken. Dann haben wir noch Lotto. Ja, ich war Lotto spielen. Da sind die regulären 58 €. Also es sind normalerweise sind 60 €. Aber 2,50 € waren Gewinn. Und ich runde immer. Und da sind hier 58 € minus. Wie ihr ja schon gesehen habt, ich mache keine Kommabeträge. Das mache ich nicht. Jetzt sind im Lotto noch 107 € drin. Das reicht für den November.
Das wäre mein Wochenabschluss hier und seht auch noch mal, von wo das Geld gekommen ist. Ich habe jetzt kein Geld mehr in den Barspielen. Ich habe noch einmal 100 € für dieses Geschenk zurückgelegt, das dann nächste Woche kommt. Aus Barspielen, obwohl ich ja aus dem Sinking Fund genommen habe, aber aus dem Sinking Fund, das ging direkt auf mein Girokonto zum Ausgleich vom Girokonto. Ich habe Bar Sachen und ich habe Giro, also mit EC-Karten Zahlungen, und das stimmt nicht mit meinem Kontostand überein, weil manche Sachen hier, Essen zum Beispiel, minus 70 €, ich habe keine minus 70 € in meinem Geldbeutel. Das heißt, die Minusbeträge davon sind eigentlich auf dem Girokonto. Ja, also dass er das versteht, das stimmt nicht. Also mein Girokonto ist stärker im Minus, als das Budget hier annehmen lässt. Und dann haben wir noch nächste Woche, das seht ihr schon, ich habe die Übertragungen gemacht vom aktuellen Stand und da sind auch schon die 100 € gelistet, die sind bei Sonstiges, die werden da rausgehen, also das ist eine 0 auf 0 Geschichte. Und das wäre dann auch schon mein Wochenabschluss. Im November, also wir sind ja im Mega-Minus in den Oktober gestartet. Und das könnte sein, dass ich dieses Mega-Minus auch nochmal im November mit drin habe. Aber wie ich ja schon gesagt habe, Ende November gibt es Weihnachtsgeld. Das wird das alles ausgleichen. Mein Ziel ist es, dass das Weihnachtsgeld nicht nur zum Ausgleich genommen wird, sondern dass auch noch was übrig bleibt. Ist 50-50. Man weiß es nicht. Ich habe auch noch einen Action-Haul für euch. Wahrscheinlich teile ich das in zwei Videos. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache oder nächste Woche erst kommt. Ich habe zudem hab ich Sparspiele bestellt und wenn die kommen, zeige ich die euch auch in einem Haul. Es sind nicht die klassischen überdimensionalen Spiele, wo man würfelt, wo man ruppelt, wo man Lose hat. Das ist mir zu viel. Da ist mit einem Spiel, wenn man das macht, schon das ganze Budget aufgebraucht. Das bringt mir nichts. Also ich bevorzuge tatsächlich die einfachen Spiele, wo man würfelt und im Kreis läuft. Die gibt es kaum noch. Es gibt nur noch die ganzen Spielpakete, die fast genauso viel kosten wie ein Brettspiel von einem Markenhersteller. Und da weiß ich nicht, also dieser Trend ist nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zum Glück kommen momentan ja nur Halloween-Spiele raus, die interessieren mich auch nicht wirklich. Halloween ist jetzt nichts, was ich feier oder also feier als Party oder feier als Event. Das Gruselzeug ist nicht mein Ding. Das war's zu heute, zum Wochenabschluss. Es bleibt weiterhin spannend, wie viel Minus es geben wird für den November. Das werden wir schon nächste Woche wahrscheinlich erfahren oder halt über nächste Woche, da ich nächste Woche Wochenabschluss mache und Budget oder erst Wochenabschluss und dann nochmal extra Budget. Das muss man sehen. In der Regel ist der Wochenabschluss relativ kurz und da ich keinen Monatsabschluss in dem Sinn mache, fassen wir das vielleicht zusammen. Es ist auch so, ich nehme kein Minus mit in den Monat, weil das Minus läuft über den Kontostand. Und das wird praktisch alles ausgeglichen über das Einbuchen von dem Kontostand, der im günstigen Fall im Plus ist, im schlechten Fall, so wie es sein wird, im Minus. Also wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann!